Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Something Ate My Alien. Das ist richtig cool. Game Difficulty normal, würde ich sagen, ja. You are the AI Antalasia, a Class A mining ship cruising the solar system Bityax, looking for mining opportunities. On board you have a cargo hold full of aliens. They are quite small, drooly and clumsy little things that are excellent at burrowing through mines to seek out valuables. While peacefully scanning for elements on the nearest planet, Metis, Antalasia's systems are suddenly taken offline and the ship turns dark before being booted up again with all computer screens flashing intrusion detected. Suddenly a huge dark pirate ship appears next to the Antalasia and a threatening image is displayed across all computer screens. Greetings puny Antalasia, this is the far superior AI Drango. And you have just been hijacked by me. Don't be alarmed. I will not harm your systems as long as you follow my commands. In order to release the Antalasia, AI Drango displays a list of valuable loot that must be collected and handed over. You have no choice but to send down your diligent aliens to the various planets in this system to search for the loot the pirate demands. Some resources are not known to me yet, but I will make sure to update this data once you find them. Metis is the only planet I currently have access to, so it is unlocked. Let's teleport there by pressing the teleport to Metis button. Okay, 4 Planeten dürfte es geben. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Wir haben ein paar Mineralien, die wir schon kennen. Gems. Fossilien, Artifacts, Enemies. Und wir teleporten uns dorthin. I'll display messages to my alien at the bottom part of the screen in the Messages tab. Ja, hier. I will keep mapping these areas where you mine. Hier. So if you ever feel lost, keep an eye on the minimap in the top right corner of the screen to find your way. Okay, wir können uns mit WASD bewegen. Stand next to a block. Wir schalten mal auf den Controller um. Stand next to a block and aim your mouse at it while pressing the left mouse button to mine it. Blocks are blocks that are soft enough to mine are shown with a white outline, but those that can't be mined are red. Okay, also wir gehen hier hin und okay, X ist die Taste. Okay. Dann gehen wir mal da durch. Items you collect are displayed in your backpack. You can see more details of how this mineral is used by clicking on it. Gehen wir mal weiter. Jokium. Okay. Use your chatpack by pressing the A button to boost upwards. Whoop. Okay. Oh, das habe ich nicht. Also wir können scheinbar auch den Laser nach oben. Keep an eye on the chatpack fuel bar. Once depleted, you will fall and if it is more than 5 blocks, you will take damage. It will automatically recharge when you are on the ground. Okay, also wir haben genug Fuel, dass wir hier raufkommen. Oh, my alien has fallen into water. It seems quite corrosive. It is harming the suit and slows down movement. Health drops while in it. Ja, trotzdem müssen wir dorthin. Zumindest für kurze Zeit, aber hier gibt es ja schon wieder Leben.
Und ich sollte aufhören, zu schnell weiter zu drücken. Okay. Don't forget to top up oxygen from oxygen stations by pressing the B button. Okay. Let's get back up to the ship by pressing the B button when near to a teleporter. Das dürfte sowas sein. Okay, wir haben Mineralien bekommen. You have found some of the items I need. It's not much, but keep going until you have everything I've demanded. All the ransom items are marked red. Whatever you mine that is not on the ransom list, we can keep. The energy shards contain the power I need to be able to build things. Okay. But since the pirate has blocked my access to the blueprint database, they are currently of no importance. What are you waiting around for? Get back down to the planet and find my ransom items. Tja. Okay, gehen wir wieder zum Teleporter und weiter geht's. Also wir können uns hier jetzt den Teleporter aussuchen. Wir können hierhin uns gleich wieder zurück teleporten. Das ist gut so. Activate buttons with the B button to open locked doors. Ah. The caves are full of aggressive wildlife. Quickly swap between the mining laser and your weapon by pressing the right trigger or by pressing the right bumper and X button and right bumper and Y button. Press and hold left bumper to freeze movement and help device aiming. Jetzt. Ah, und so schießen wir. Okay. Ah, okay. These kind of blocks are everywhere in these caves. They must have been left behind by some ancient alien race that mined here before us. You can push and pull the blocks. If you stand next to the block, hold the Y button and walk with the left stick. Left or the left stick, right. So. Gut. Y und dann können wir ihn auch zu uns ziehen. Und jetzt sind wir so nett. Warten, bis der Kollege da unten rüber geht. Rums. Bisschen Health können wir uns wiederholen. Und wir müssen hier hin. Die Frage ist, ob... Oh. Nicht gut. You found a puzzle room. I wonder what the purpose of it is. Oxygen seems stable inside this room, so you can take your time without needing to rush to find and refill. We shouldn't go further until this puzzle is solved. Ja, ich würde mal sagen, wir machen das so. You can reset puzzles if you are stuck by pressing the right bumper and A button when inside puzzle rooms.
Gehen wir mal hier rüber. Somit haben wir die hier getauscht. Und wir können den hier rüber und den hier rein. Ba-ding. Well done! Solving it revealed a hidden chest. It seems that the ancient miners hid whatever is in that chest by locking it into a puzzle room like this one. Let's have a look at what is inside by pressing the B button close to the chest. Oh, da ist so einiges. Alles nehmen wir mit. That token you found has an imprinted number sequence on it. It seems to be part of the code I need to activate the teleporters on the next planet. Great work, we need to find more of these. Oh wait, what is happening? Taking the token has disturbed something huge that is coming right for you. Look out. Oh. Stay in the room until the creature disappears. I need to scan it. Oh, was? Hilfe. Hilfe. Wow, that was close. I don't know what that thing was, but it seemed very angered. My scanner indicates that it was protected by a very strong force field. Removing the token from the chest weakened it slightly. If you can find enough tokens, then perhaps that force field can be weakened enough for your weapons to damage it. Okay. Let's get all this loot back to the ship. Use the teleporter to return. Okay. Ah, there are the items I need. It took you long enough. As a reward, I will open a limited access to the blueprint database. Perhaps you can use some of the useless items I don't need and get some better equipment for mining. We seem to have access to some good upgrades that would make mining a lot easier. Let's get the mining upgrade first to speed up the digging. We have the materials and energy required to assemble this upgrade, so let's build it. Okay, hier oben sehen wir, was wir brauchen. Und 15 Energy zum Bauen. Great, that should make mining easier. I've got access to a whole bunch of other equipment and better weapon blueprints, but until you can find the materials needed for each one, I can't produce them. Take a look around and then go to the teleporter screen. Okay, hier fehlen noch einige Sachen. Ah, das ist toll, das war jetzt nicht meine Absicht. Keep mining those items we need and don't forget to solve the puzzle room so I can get all of the tokens I need for unlocking the next planet's teleportation network. I will keep all of the tokens you collect here in the teleporter screen so you can see your progress. If you are curious about your progress, I will keep it locked in the stat screen that you can toggle by pressing the right stick. Okay. Good luck. And remember to stay vigilant of that huge something that lives down there. Schauen wir nochmal hier rüber. Okay, das ist der Mining Laser. Suit Protection Hazmat Lava Eis. Health plus 1. Auf jeden Fall brauchen wir hier überall. Hier auch Equipment, Backpack Storage. Alles Mögliche. Auf jeden Fall brauchen wir hier haufenweise Materialien. Leider. Okay, wir gehen hier weiter. Ah, und der Scanner funktioniert schon etwas besser. Da können wir nicht drüber. Das gefällt mir aber da drüben. Das gefällt mir. Ah. Okay, weiter geht's.
Okay, ich will hier rüber. Oh. Komm rüber. Komm her. Jawohl. Oxygen Tank ist voll. Sehr gut. Dann schauen wir mal, wie das... Ah, schade, das war knapp. Jawohl, jetzt. So, weg damit. Armor, wonderful. My alien has found a new artifact armor that I will add to my scanner data. Oder im Hintergrund habe ich schon wieder den Wurm gesehen. Oh, da unten sind auch einige Gegner. Ach. Warum kann ich nicht schießen? Nicht schießen. Ich habe keine Munition mehr, wie es aussieht. Jetzt doch wieder. Okay. Wenn ich hier die das ist schon komisch, wenn ich hier den linken Trigger ziehe zum Zielen, kann ich nicht schießen. Das ist wohl auch nicht so gewollt. So, ich werde hier trotzdem alles schön abbauen. Vielleicht erwischen wir die Spinne. Vielleicht erwischt sie uns. Richtig schön schnell hier mit bei dieser braunen Pampe. Oh. So, hier. Ja, ich wollte gerade sagen, wir versuchen nicht ins Wasser zu fallen. Schauen wir mal, hier geht's schön weiter. Oh, schön. So, bin schon gespannt, wann wir den nächsten Teleporter finden. Ich glaube, da unten sehe ich ihn schon. Ha. So,
So, also unser Backpack ist im Moment noch, unser Rucksack ist im Moment noch groß genug auf jeden Fall. Wir haben schon so einiges gefunden. Dann will ich jetzt gerne die nächsten Gegner noch machen. Oh. Oh je, oh je. So, auf jeden Fall Energy holen. Also Health holen. Da ist er wieder. Oh. Ah, Oxygen ist low. Da müssen wir wohl zurück. Oxygen ist richtig low. So. Health is low. So, wir müssen jetzt so schnell wie möglich zum Teleporter. Um alles hier abzugeben, I need lots more gritium than that. Get on it. Können wir jetzt was basteln? Sieht man das? Sieht jetzt nicht so aus. Hier sind zumindest zwei von drei haben wir hier. Oh, da gibt's andere Waffen. Hui. Schön, schön. Okay, wir haben noch viel zu wenig. Ja, aber die Map wird immer größer. Schauen wir, dass wir hier trotzdem alles schön abbauen. Hier oben kommen wir ohnehin nirgends hin. Da verbauen wir uns auch nichts, wenn wir hier weitergehen. Da unten ist auch wieder was, was ich noch nicht kenne. Das schauen wir uns gleich an. Was ist das? Oh, Explosive Madness. Ui. Okay. Wir haben Iridium gefunden. Ach, schade. Das war richtig cool. Mini-Oxygen. Oh, was ist das? Der sieht doch gruselig aus. Autsch. Schauen wir mal. Schauen wir lieber mal, dass wir noch mal zurückkommen.
Health ein wenig aufzufrischen. You haven't provided me with any fossiled animal yet. I'm getting impatient. Find the bits needed to complete a whole animal skeleton. Schauen wir mal, ob wir hier... Oh, all messages from me and the pirates will be kept here. Gut. Was haben wir hier? Okay, das ist Cargo Bay. Sieht jetzt noch nicht so aus. Als hätten wir irgendwas, was uns schon für Upgrades helfen würde. Hier oben rechts schauen wir noch ein wenig weiter. Hier. Oh, das ist auch nicht nett. Wasser geht hier. Das ist natürlich jetzt nicht so fein. Ha. Okay, weiter. Eigentlich bringt uns ja das gar nicht wirklich was. Vieles da an Gegnern, die ich... Oh. Jawohl. Au. So, jetzt. Ach, daneben. Aber so. Okay, wir sind jetzt, glaube ich, ganz am Ende, am rechten oberen Ende der Map angelangt. Und hier ist auch wieder ein Puzzle Room, den wir hier links sehen. Ein bisschen Leben holen wir uns. Das können wir auch gleich aktivieren. Oh, da ist ein Gegner. Das ist ja auch ein Gegner, oder? Ja. Ach, das ist nicht gut. Health ist so gut wie... Oh je. Das ist eigentlich weg. Okay. Schauen wir mal. Oh no, I lost my alien. Hopefully the next one will be more careful. They should look around this area for any goodies that might have been dropped. Convincing another alien is their turn. Please wait. Getting stuck in Creeble webs, you can destroy them with the Pyroblast or Globspitter.
Sowas haben wir noch nicht. Aber jetzt schauen wir mal, ob das Zeug dann auch komplett wieder dort liegt, wo wir gestorben sind. Nö, nicht gut. Oh, der kommt. Ah, oh, der ist schnell. Ach, schon wieder. Schauen wir mal. Ah, okay. Also es gibt dann das Grab. Dort liegt dann auch alles an Zeug, das wir fallen gelassen haben. Oder fallen lassen mussten. Freiwillig haben wir das nicht gemacht. Das ist schön. Oh, das ist nicht schön. Okay, das ist jetzt auch noch nicht gut. Das Zielen mit dem linken Trigger nicht funktioniert. Ah, mit dem rechten. Ah, nicht mit dem rechten Trigger, sondern mit dem rechten Bumper. Okay. So, jetzt nur nicht. Mist. Wir müssen hier vorbei. Jawohl. Wir müssen hier schauen, dass wir den Teleporter erwischen. Sehr schön. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.